Da, okay, Truhe, ich wollte schon sagen. Ah, natürlich, ich bin bewacht. Von Hyper-Renamon. Weg. Das ist bestimmt Renamons Entwicklung, ne? Entwicklung. Digitation. Zu böser. Böser Hyper-Renamon. Und zwar gibt es hier eine dunkle Robe. Die Rüstung hilft, Schäden durch Magie abzumildern. Ja, aber trotzdem kann das keiner tragen. Hä? Ich verstehe es nicht. Gut. So, wenn Sie nach Norden gehen, gehen Sie zurück auf die vorigen Boden. Norden, dann kommt die nächste Treppe, da waren die schon. Dann sollen wir nach Süden wieder gehen. Okay. Ich muss mal schauen. Irgendwie komme ich gerade durcheinander mit den ganzen Zeilen. Weil ich ja auch hier alles wieder holen möchte. So, wir gehen erstmal nach Norden und dann gehen wir nach Süden. Nach Westen gehen wir jetzt noch nicht. Also war ich schon mal auf dem richtigen Weg. Oh, ernsthaft? Geht weg von mir. Doronoreich, die Stufe 38. Wundervoll. So, Süden. Da. Ach komm schon, ey, überall. Man kann hier keine 3 Meter laufen, ey. Das ist ja echt unfassbar. So. Einmal voll heilen, bitte. Danke. So, irgendwo so hier noch. Ah, warte, nach Süden, ja. Andere Seite der Klippe. Aha. Feuerzungen. Weg mit euch. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Ja. Bin ich hier falsch? Was? Drakenstein. I'm dance. Komm, Knochen. Zeig mir deine Moves. Sieht aus, als sie tanzen wollen. Wo ist denn jetzt die... Ah, okay, hier ist die Truhe. Was ist das? Jawohl. Ein Ogerschild. Genau das habe ich gesucht. Und ich habe es gefunden. Kann die Schäden von Feuer- und Eisangriffen reduzieren. Oh ja. Aber das... Oh ja. Neue Schildmasse. Verteidigung erhöht sich nochmal. Sehr schön. So, meine Damen und Herren. Wir sind schon langsam da. So. Der VIP ist wieder da. Habt ihr gerade gelesen, was wir nach dem Oberschild machen müssen? Wir sind schon auf dem richtigen Weg. Also oben der Weg, der war wohl Fehlanzeige. Ihr macht mich gerade fertig. Wisst ihr das? So. Das reicht gerade noch. Ach, ich brauche 18. Ach, das ist doch doof. Ja, vielleicht schaffen wir das noch. Wenn nicht, dann... Nee, bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt einer für alle mache. Komm! Hau drauf. So.
Nee, erreicht Stufe 29. Schön. Johannes Hallons. Lukas, Vollheilung. So, jetzt hat er keine MP mehr. Jetzt werden sie aber sehr aufdringlich, diese Monster. Meine Stimme. Alter. Ich hab gerade voll den Kloß im Hals. Alter, behalt deinen Kopf auf dein. Behalt deinen Kopf bei dir. Ich mich erschrocke. So greifst du mich an. Du schmeißt deinen Kopf auf mich. Ne. Ich will ihn nicht. Kannst behalten. Ich brauche eher die Erfahrung. Tatsache, Stufe 7. Und mal wieder heilen. Ey, ganz ehrlich, die Rüstung bringt gar nichts. Ich dachte so, ja, jetzt kriegen wir so 15, 20 Schaden. Arschlecken. Wir kriegen immer noch über 50 Schaden manchmal. Ah, hier. Feuerzung. Geh weg. Ich will nicht. Hau ab. So, dankeschön. Mal wieder ordentlich Geld. So, was ist hier? Okay. Moment. Westlich über die Brücke. Oh, ich muss zurück. Ich muss hier jetzt nach Norden. Über die Brücke nach Norden. Dort die Treppe nehmen. Um zu gelangen hierhin. Weil ich spreche schon wie die Übersetzung hier, ey. Nur für eine Minimedaille. Naja, was soll's, ne? So, dann kommt wieder nach oben. Ja, ist klar. Okay, wir müssen jetzt tatsächlich hier rein. Und dann ist es eigentlich. Ist es egal, wo lang? Weil es gibt nur einen Weg. Weg mit euch! Oh, ich hab genug gelesen, hoffe ich mal. So, da ist eine Treppe. Oh nein, da ist wieder ein Spielchen. Jetzt sind wir oben. Da geht's nicht lang. Ah, okay, hier sind wir jetzt. Okay. Matschmagier, aber ihr könnt euch eh nicht verwandeln. Könnt ihr knicken. So. Wer da? Der Länder spricht gerade ein Gebet von unserem allmächtigen Großmeister Mimzer. Wer sich stört, wird teuer dafür bezahlen. Ich wollte mich doch noch heilen. Ich wollte mich doch noch positionieren. Positionieren? Okay. Weg mit euch! Ihr komischen VIP hier. Seht ihr? Keine Bedrohung. Drono! Plötzlich umhüllt ein sanftiges Licht die Gruppe. Ja. Drono, du bist endlich gekommen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich danach gesehnt habe, dich zu sehen, mein Junge. Kein Tag ist vergangen, an dem ich nicht an dich gedacht habe. Drono, du bist zu einem großen und starken Mann herangewachsen. Dass ich dich nun treffen darf, ist wie ein Traum, der in Erfüllung geht. Nun kann ich glücklich sterben. Drono, die Kräfte von Großmeister Mimzu sind stärker, als du dir überhaupt vorstellen kannst.
Ich werde alles daran setzen, dem Bösen einen Riegel vorzuschieben, selbst wenn ich dafür mein Leben lassen muss. Okay, das scheint wohl die echte Magda zu sein. Allmächtige Göttin, bitte erhöre meine Gebete. Nein! War ja klar, Großmeister will nicht. Es kann nur einer sein. Ja. Willkommen. Es ist lediglich eure Pflicht, dem allmächtigen Großmeister Mimzu das Tor zur Welt der Menschen zu öffnen. Seid Rummel. Die Liebe zwischen Mutter und Kind ergreift doch immer wieder mein Herz. Ah, ich wusste, dass Slon es ist. Endlich ist es soweit, Dorono und Kompanie sind angekommen. Und der freche, kleinliegende Herald ist auch in Mitte von uns. Nun werden all eure süßen Träume ein für allemal ausgelöscht. Großmeister Mimzu hat nicht länger Bedarf für Kräfte von eurer Mutter. Und aus diesem Grund werde ich Mutter und Kind zusammen in die ewige Dunkelheit schicken. Das ist das nicht. Ist das nicht eure? Nicht? Ach, ernsthaft. Ich wollte noch heilen und alles. So, der endgültige Kampf gegen Slon. Oh, ich wurde geheilt. Ah, super. Angreifen, angreifen. Sina, du kannst loslegen mit Energieschub. Und du kannst mega stärken. Verdoppelt die Kraft. Ich greife als erstes an. Was soll das denn? Von mir aus. So. 4 Rüstig Schaden, 22. Ja, Drono und Sancho sind die einzigen, die noch ordentlich kassieren. Also angreifen. Angreifen, dann machst du eben kurz noch einen Energieschub auf Drono. Und du machst. Ach, das bringt eh nichts. Okay, du greifst an. Zack. Oh, das sah ja schon sehr gut aus. Rode im Angriff. Lichtfall. Haha, du hast dich selbst geschadet, du Vollidiot. So, mega schwächen. Mal gucken, ob das funktioniert. Okay, ich kann ihn nicht schwächen. Dann halt nicht. So, Lukas muss gleich einmal heilen. Dann. Angreifen nicht, sondern. Mach mal einen Energieschub. Ich hätte mal die Tränke mal einpacken sollen. Das wäre sinnvoller gewesen. Aber so, jetzt sind sie alle drei gestärkt. Okay. Mich hat er nicht geheilt. Ja, okay, jetzt müssen auch noch alle geheilt werden. Ah, das ist so nervig. Das heißt jetzt. Ich kann mich nicht selber heilen. Das muss ich jetzt ausprobieren. Oh! Oh, fast 100 Schaden. Okay, ich kann mich selber heilen, das ist gut. Nur wenn anderer jetzt versucht mich zu heilen, das geht dann nicht, oder wie? Oder habe ich da irgendwas verpasst? Sunshine? Nein, nein, nein. Kaboom und angreifen. Oh, 107. Ah, sie wird immer besser. Noch macht er noch keine Attacken, die mich außer Atem setzen. Aber die kommen bestimmt noch. So. 99, gut. Immerhin, wenn man Durchschnitt 100 Schaden macht, das ist gar nicht schlecht. Ja, gut. Ich muss heilen. Ja. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, immer so 100 Schaden ist nicht schlecht. Oh, Lukas ist gelähmt. Ah, jetzt hätte ich so eine Knolle.
Das wäre nämlich schön. Ach, er kann nicht... er kann nicht angreifen. Wie fies, er hat den kleinen Lukas auf dem gewissen Radar. Aber ich glaube, man befreit sich von Lärm, oder? Ist das nicht so? Ich will es herausfinden. Auf! Weicht alle aus! Was? Sancho weicht irgendwie... irgendwie komisch aus. Ich hab's nicht so schnell gelesen, weil es ist doch recht schnell. Hör auf, ihn anzugreifen. So, angreifen. Kaboom. Und angreifen. Da bleibt mir anders übrig. Ich könnte eigentlich mal auf gnadenlos gehen. Ich glaube, das werde ich jetzt auch mal machen. Gnadenlos. Mal gucken, was passiert. Kabumm. Ich glaube, dann werden sie stärker, oder? Und wieso ist Lukas außer Gefecht? Wird denn... Oh nein. Bräuchte ich tatsächlich hier blöde Knollen? Weil er wird irgendwie nicht befreit. Was macht ihr überhaupt? Er heilt Leben. Und wir haben Slon besiegt. Geil. 12.000 Erfahrungspunkte. Jetzt geht's aber ab hier. Sina erreicht Stufe 38. Es ist so heiß hier. Was ist Bedeutung von diesem Licht? Der große Läufer Slon wird nicht verbrennen durch solch ein Licht, niemals. Das ist... das nicht möglich sein. Und tschüss. Drohne. Du bist wahrhaftig gewachsen worden. Welch eine Kraft. Bis zum heutigen Tage war es mir nicht möglich, dir eine Mutter zu sein, mein Junge. Aber ich hoffe, dir in diesen entscheidenden Stunden von Nutzen zu sein. Und nun trittsche zurück, mein Sohn. Allmächtige Göttin, ich flehe dich an, erhöre meine Gebete. Ich bin ein göttliches Kind von steiler Höhe. Gute Göttin, ich flehe dich an, mein Leben zu nehmen, damit das Böse von Großmeister nimmt so. Geht nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass Mimso so stark geworden ist. Liebe Göttin, bitte leih mir deine Kraft um meines Sohnes Drono willen. Aus dem Nichts spricht plötzlich eine Stimme zur Gruppe. Magda, Magna, du kannst nun ruhen. Du hast alles getan, was du konntest. Ludwig! Liebling. Wie erscheint, ist unser Junge mächtiger geworden, als wir beide es jemals waren. Wir sollten es unseren Kindern überlassen, ihre Zukunft selbst zu gestalten. Komm, Magda, komm endlich zurück zu mir. Ja, Liebling. Wie das aussieht. Oh nein.
Natürlich beide, wie soll das denn gehen? Egal. Lieber Drono, wir werden stets über dich wachen, für immer. Leb wohl, Drono, unser geliebter Sohn. Ja, wie soll ich denn beide Stimmen jetzt auf einmal machen? Hammerhart. Gut, Leute. Das Finale steht an. Und leider müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Denn das war's. Dragon Quest 5, die Hand der Himmelsbraut. Es ist nicht mehr lang. Das kann ich euch versprechen. Eine einzige Aufnahme wird nur noch sein. Und dann werden wir Großmeister Nimso in den Arsch treten. Und das ganze Geschehen für uns entscheiden. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr eine positive Bewertung da lassen. Seid gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann.